erste YouTube-Video, generell auf YouTube. Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elodim aus dem Leipziger Zoo hier in der Asia-Ecke. Konnichiwa. Ja, im Elefantengehege, also am Elefantengehege, genauer gesagt. Ich weiß nicht, ob man mich in der Kamera hören kann, weil es ist ja ein extrem lauter Wasserfall. Ich hoffe es. Vorhin noch ein Elefant, der hat sich hier ein bisschen rumgetummelt. Ja, ich werde mal gucken, was für Tiere ich heute finden kann. Ja, hier. Der Elefantenbulle. Habt ihr hier hinten eine Infotafel? Ja, ist generell ein bisschen schwer hier zu filmen, da das hier relativ voll ist im Leipziger Zoo. Ihr könnt es euch vorstellen, hier ist sehr, 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 sehr viel Menge vorhanden. Und ja, ich werde mal gucken, was ich so in die Linse kriege. Und die Elefanten, die sind heute irgendwie hier drin, die wollen gerade nicht an die frische Luft, die sind heute eher Stubenhocker. Ja, da gucken wir mal, ob wir andere Tiere finden oder doch noch einen Elefanten. Hier wird es asiatisch, dann werde ich mich mal dort unten in den Elefantentempel whatever flüchten und ui, hier wird's düster. Hier haben wir einen dunklen Tunnel. Sieht fast wie eine Mine aus. Eine Mine. So, da erklärt irgendwer was in einer heftigen, lauten Stimme. Weiß nicht, ob das mich hier stürzt. Bei meiner Aufnahme. Oh, tatsächlich eine Mine. Eine schwere Tür. Schwere Holztür. Mal dran ziehen. Oh, da scheint es weiter zu gehen. Oh, hier drin ist es stickig. Irgendwas unter Wasser. Ach so, ja, war ein Unterwasser-Gehege. Jetzt dann eine grüne Wand. Zutiefst interessant. Ja, ich habe ein bisschen Glück, dass jetzt irgendwie um 16 Uhr eine Veranstaltung ist, dass hier nicht so viele Menschen sind. Wird es dann auch mal wieder in die frische Luft, wenn es passt. Och nö, ey, wird es nur noch stickiger. Es wird zwar heller, aber nicht luftiger. Das ist jetzt hier noch irgend so ein Gehege. Irgend so ein Teil. Naja. Mal hier raus. Oh, ein Zwerg. Nein, das ist ein Elefantenskelett. Das ist dort hinten im Spiegel, das Kopfpelikane. Was bist denn du für ein Vogel? Ist doch der Kleine. Na. Und da oben hockt auch noch einer. Die machen ganz komische Laute. Nochmal mal laut. Die klingt irgendwie immer so ein bisschen, als hätten sie Schluck auf. Die haben so extrem ulkige Schnäbel. Na, die sehen aber putzig aus dort. War Amazone. Die hat heute Hausarrest wahrscheinlich. Ich sehe keine. Und jetzt haben wir hier ein riesenhaftes Gehege. Was sollte da eigentlich drin sein? Ich glaube, Affen gehören in dieses Gehege, oder? Ist ein Affengehege. Ja, das andere war ein bisschen zu groß für ein Affengehege. Es sind aber Bartaffen. Ich habe hier einen Umschlag. Und da könnten wir eigentlich mal. Doch kennen. Hier sind es die YouTuber-Bilder drin, die könnten wir eigentlich mal zuordnen.
könnte ich eigentlich mal gucken hier, wer welches Tier kriegt. Also der Paluten, der ist eindeutig ein Affe. Das sind eindeutig Affenbrüder. Bären können wir hier den hier mal nicht zuordnen. Passt doch. Pinguin. Ja, jetzt haben wir noch das Pinguin-Gehege. Nice. Ist aber hier ziemlich warm für ihn. Nicht hier, nicht irgendwo heißes Wasser, aber ist ein bisschen heiß für die heute. Wir müssen ziemlich schwitzen heute, oder? Können Pinguine überhaupt schwitzen? Na, kannst du schwitzen? Ist die heiß. Ja, wer von denen sieht hier wohl am ehesten nach einem Pinguin aus? Der hier bestimmt, ja, der. Und doch eher der hier. Den hier. Und das passt doch eindeutig. Pinguins. Dann schreibt halt kurz nochmal, wenn ihr besetzen würdet, die Bilder hier. Ja, ich muss mich dann auch mal beeilen, damit ich noch meinen Zug schaffe, zurück nach Magdeburg. Ja, gucken mich hier alle komisch an, dass ich hier mit meiner Kamera rede. Ich hab's doch nie einen Typ gesehen, der mit seiner Kamera quasselt. Ja, dann musst du jetzt mal schnell zum Ausgang. Da ist auch schon der Ausgang. Das übliche Prozedere. Erdmännchen hätte ich gern noch gesehen, aber ja, man kann nicht alles haben, vor allem in 2-3 Stunden nicht. Ihr könnt euch gerne mal den Leipziger Zoo mal, den Zoologischen Garten, ihr müsst, glaube ich, hier mal über mir stehen, ja, Zoologischen Garten mal anschauen und selbst den mal besuchen. 17 Euro ein Studenten-Schülerticket. Ja, so, dann hoffe ich, ich habe noch genug Videomaterial zusammenbekommen. Und ja, da ist auch schon der Zug, der mich nach Hause fährt. Heimwärts. Ja, ich hoffe, dieses Video war doch einigermaßen ja, ertragbar und hat euch ein bisschen unterhalten. Also ja, ich mache mich dann wieder mal heimwärts und hoffe, euch hat es gefallen. Glaube ich, nach oben sollte das der Fall gewesen sein. Lasst ein Abo da. Und ja, bis zum nächsten Video.